Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor der siebten Runde der Admiral Bundesliga. Wir treffen am Sonntag um 17 Uhr hier zu Hause in der Merkur Arena auf den SK Austria Klagenfurt. Für dieses Spiel sind bis jetzt 7.500 Tickets verkauft. Auch unsere Auswärtsreise nach Monaco wird ganz gut angenommen. 400 Sturmfans haben sich schon entschieden, auswärts dabei zu sein. Für die Busreise gibt es noch einige wenige Restplätze. Und für die Flugreise gibt es auch noch ein paar Plätze. Montag 11 Uhr ist da die Deadline zum Buchen. Also wer noch mit dabei sein will, bitte schnell sein. So, dann schauen wir zum Sportlichen. Darf bei mir begrüßen unseren Cheftrainer Christian Ilzer. Chris, jetzt haben wir ein bisschen eine Pause gehabt. Was ist in der Pause passiert? Bring uns ein bisschen auf den neuesten Stand. Und wie froh bist du, dass es jetzt reingeht in den Spielrhythmus des Herbstes? Ja, gearbeitet haben wir mit einer sehr kleinen Gruppe. Waren viele Spieler mit ihren Nationalmannschaften unterwegs. Dazu die Sturm Graz 2 mit dem Spiel am Dienstag, wo wir Spieler abgestellt haben. Aber mit dieser kleinen Gruppe haben wir eben versucht, an technisch-taktischen Details zu arbeiten, haben versucht, den physischen und auch den emotionalen Tank wieder richtig aufzufüllen. Am Ende der ersten Woche ein Testspiel gehabt gegen NK Bravo. Es war ein intensives Testspiel. Und ja, in dieser Woche haben wir dann eh begonnen mit der Vorbereitung auf das Austria-Klagenfurt-Spiel. Wie gesagt, am Beginn mit der kleineren Gruppe haben wir auf Gefühl im Detail arbeiten können. Und seit heute sind dann mehr oder weniger alle Spieler wieder zurück. Leider ein paar Verletzungen passiert, aber ja, das ist eben so, wir haben einen großen Kader und werden versuchen, da einfach die beste Elf dann rauszufiltern fürs Spiel am Sonntag. Danke, ich bitte um eure Fragen. Mikrofone bitte. Chris, kannst du ein kurzes Update geben zu den Verletzungen und gibt es Fixausfälle oder sind alle auch irgendwo ein Thema am Sonntag in Klagenfurt? Es sind so viele, dass mir gar nicht einfällt, was wer dann alles ausfallen wird. Es sind einige, die nicht fit zurückgekommen sind. Beim einen oder anderen wird man abwarten. Jan ist mit einer Erkältung noch zu Hause, war bis jetzt noch nicht beim Training, wird für Sonntag schon ein großes Fragezeichen sein. Otto Kitaschwili, eine Doktorenverletzung. Der eine oder andere hat auch noch kleinere Blessuren, mag dann auch nicht auf jeden eingehen, aber es ist schon eine größere Gruppe, die Probleme hat, wo noch wirklich schon ein richtiges Fragezeichen fürs Sonntagsspiel dann dahinter steht. Michi, bitte. Was zeichnet eigentlich Austria Klagenfurt aus jetzt? Ist das der klassische Aufsteiger, der sich leicht tut vielleicht im ersten Jahr und der einfach einmal aufzeigt, oder was hat der für Qualitäten? Nicht nur, sie haben in der zweiten Liga schon aufgezeigt, wenn man sich diese Qualifikationsspiele dann gegen St. Pölten angeschaut hat, natürlich Aufsteiger, wo man schon eine gewisse Euphorie spürt. Für mich auch mit 5 Ausschlüssen grandiose 8 Punkte bis jetzt. Eine Mannschaft, die für ihre Spielanlage sehr stimmig zusammengesetzt ist, die ein paar richtige Schlüsselspieler drinnen hat, die dann aber auch gut eingesetzt werden. Ist eine Mannschaft, die sehr kompakt verteidigt, sehr kurze Abstände hat, wo man einfach eine richtig gute Geschwindigkeit spielen muss, dass man es aushebeln kann und ja, brandgefährlich im Konterspiel sind. Beide Teams, jetzt Sturm und Austria Klagenfurt, sind in den Top 3 bei den geschossenen Toren und in den Top 4 bei den erhaltenen Toren. Sagt das viel über die zwei Mannschaften vielleicht auch aus? Ja, dass wir beide schon gegen Salzburg gespielt haben. Nein, es ist, ja, sie haben absolute Qualitäten in der Offensive, mit Pinkern ein Goalgetter und dann natürlich mit Greil, Timosi Andersson, ein Spieler, die wirklich eine richtig gute Qualität haben. Andersson auch viel Geschwindigkeit, dazu ein sehr stabiles, zentrales Mittelfeld, so alles so Linksfüßer, die den Andersson sehr, sehr gut einsetzen können. Dann also schon eine gefährliche Mannschaft, aber ich denke schon, dass wir Favorit sind, aber nur dann, wenn wir diese Tugenden wieder am Platz bringen, die uns über weite Strecken der Saison ausgezeichnet haben. Zuletzt 2 Unentschieden, wo ich vor allem mit der zweiten Halbzeit gegen die Admira gar nicht zufrieden war. Und da wollen wir jetzt aber das wieder am Platz bringen, unsere Qualitäten am Platz bringen und mit am Sieg da am Sonntag uns auch wirklich dann nach vorne festbeißen. Christoph, bitte.
Wie schwierig ist es jetzt auch, den Fokus wirklich nur auf dieses Klagenfurt-Spiel zu legen und Monaco irgendwie auch auszublenden? Ja, das ist normal, obwohl es für uns zum Großteil neu ist, aber es ist vor allem auch im Umfeld, geht es fast nur um das Monaco-Spiel, jetzt schon um das Monaco-Spiel, ist in der Länderspielpause jetzt alles, hat sich um dieses erste Auftreten in der Europa League gehandelt. Für uns ist wichtig, dass dieses Spiel erst ab Montag zu existieren beginnt. Natürlich haben Teile meines Trainerteams jetzt, die müssen immer vorausarbeiten, aber für uns ist der volle Fokus auf Austria Klagenfurt gerichtet und ab Montag beginnt erst AS Monaco für uns. Und wir haben es eh schon gesehen in der Liga, wenn man da nicht fokussiert ist, wenn man nicht diese Leidenschaft und diese Emotionen in dieses Spiel legt, dann ist in der österreichischen Bundesliga nichts zu holen. Und da wollen wir einfach ein richtig gutes Gesicht zeigen am Sonntag. Und da ist die Basis voller Fokus auf das Austria Klagenfurt. Ja, bitte. Chris, was ruft denn Peter Backholt in dir hervor und welche Berührungspunkte hat es in euren Karrieren schon gegeben? Wir haben im Frühjahr haben wir ein Testspiel gehabt gegen Austria Klagenfurt. Haben wir jetzt auch bei der Bundesliga BK getroffen. So abseits, so auf Side-Events natürlich sorgt dafür immer wieder für Lacher, für gute Stimmung. Schon sehr, sehr, sehr lustig, wenn man da erlebt. Aber wir haben dann auch nach unserem Cup-Spiel haben wir ja trainiert in Klagenfurt nach dem Scheitern da gegen Red Bull Salzburg, wo wir dann direkt weitergereist sind nach Tirol, haben wir in Klagenfurt trainiert, haben dann schon einen Platz erlebt und da sieht man einfach, mit welcher Leidenschaft, mit welcher großer Leidenschaft und da mit seiner Mannschaft arbeitet. Und der Erfolg gibt ihm recht, also Aufsteiger, und macht jetzt eine richtig gute Figur. Da wir haben schon Respekt vor dieser Mannschaft, aber wie gesagt, wir spielen zu Hause. Da hängen wir uns die Favoritenrolle um, habe ich eh schon vorher gesagt. Aber dafür müssen wir auch das bringen, was uns auszeichnet. Walter, bitte, Mikro ist da vorne. Chris, ich glaube, Sturm gegen Austria Klagenfurt, das hat als Meisterschaft im Cup hat es das ja gegeben, hat als Meisterschaftsspiel in den letzten Jahren gefehlt. Klagenfurt war für Sturm ein attraktiver Boden bei Cup-Finales und so weiter. Ich glaube, Sturm Klagenfurt ist eine ganz besondere Partie. Erste Frage, ist es eine besondere Partie auch? Und zweite Frage, ist es ein bisschen so wie vom Austria-Match, nur diesmal wirst du einfach rotieren müssen, weil es die Verletzten sind. Da sind gegen die Austria waren 5 neue drinnen. Ich würde sagen, jetzt ist es erzwungenermaßen eine ähnliche Situation, oder? Also wenn ich jetzt gedanklich folge, war das Erste, ob es ein besonderes Spiel ist. Jedes Bundesligaspiel ist ein besonderes Spiel und das Nächste ist immer das Allerwichtigste und das darf nie verloren gehen. Und da freuen uns alle jetzt nach der Pause auf dieses Spiel zu Hause. Sturm Austria Klagenfurt, ich glaube, wenn man nicht alles täuscht, hat es im Cup Game in Klagenfurt. 2019, ich habe es einmal gehabt, das Duell mit WRC Austria Klagenfurt. Wie gesagt, ein besonderes Spiel, weil es unser nächstes Bundesligaspiel ist. Zum Thema Rotation, das ist einfach, ich weiß auch nicht, ob Rotation, Alfred Tato hat irgendeine Substitution. Ich denke, für uns ist wichtig, einfach von Spieltag zu Spieltag die beste Elf am Platz zu bringen. Wenn man verletzte Spieler hat, kann man die verletzten Spieler nicht am Platz bringen, weil sie an dem Tag nicht die Besten sein werden. Und genauso ist, wie wenn Fitness, Freshness, diese beiden Begriffe, wenn sie da diese Frische der Spieler dann so weit nach unten nivelliert, dass die Spieler, die davor nicht gespielt haben, dann schon klar die bessere Wahl sind, dann werden wir das auch dahingehend entscheiden. Man muss einfach viele Dinge abwägen und dann einfach Entscheidungen treffen und hinter diesen Entscheidungen stehen. Ich denke, isoliert gesehen hat sicher jeder Spieler das Fitnesslevel, einmal 3 Spiele in einer Woche ohne Probleme über 90 Minuten zu absolvieren. Für mich wird dann immer das vierte Spiel wird schon dann eine Sache, wo man sagt, okay, da könnte schon komplizierter werden, da ist dann diese Frische, vor allem im mentalen Bereich, nicht mehr so da. Und dann muss man halt im richtigen Moment da die Konstellationen und die Entscheidungen so treffen, dass man alle Aufgaben dann
sehr, sehr gut bewältigen kann. Und unser Ziel ist immer, das nächste Spiel zu gewinnen. Und dahingehend werden wir dann die verschiedensten Entscheidungen dann auch treffen. Wenn man es so hernimmt von Goran Stankovic, Jeboa, Janča, Kitashvili, also das wären schon wirkliche Ausfälle. Wie schaut es hinten aus mit Gazibegovic und Wüttrich, der bislang geschlagen worden ist, Geierhofer ganz fit, ist Gregory ganz fit, Gazi ganz fit, das wäre natürlich wichtig, dass die ganz dabei sind. Die Elf, die am Platz stehen werden am Sonntag, die werden topfit sein. Wir haben jetzt einige Ausfälle, beim einen oder anderen geht es sich für Sonntag definitiv nicht aus. Bei ein paar warten wir jetzt noch das morgige Abschlusstraining ab, aber volle Energie den Spielern, die am Sonntag dann am Platz stehen, und habe ich keine Bedenken. Es ist Nationalteamzeit, ist einfach so. Das sind, denke ich, man muss schon so aussehen, dass er für sein Land anzutreten, das muss schon das Größte für einen Fußballer sein. Das ist eine Ehre, das muss man mit Stolz erfüllen, diese Aufgabe. Und nach solchen Schlachten gibt es halt angeschlagene Spieler, und wir werden versuchen, die jetzt auch wieder so schnell wie möglich fit zu bringen und in unser Team, in unseren Trainingsprozess einzugliedern. Und inzwischen spielen eben andere. Das, was du schon festgestellt hast bei BKS auf Anfrage hin, ist, heute bei Sturm Graz ist die Mannschaft in der Bundesliga mit der besten Zweikampfbilanz. Das heißt, plus 54% war heute die Aussendung, also dass da bei den Statistiken Sturm Graz die Mannschaft ist mit der besten Zweikampfquote. Erstaunt dich auch nicht, oder? Diese Statistik ist für mich nicht immer die aussagekräftigste. Man muss immer sagen, was ist ein Zweikampf, wann gewinnt man den, wann verliert man den. Ich habe das eh schon ein paar Mal erwähnt, im Pressing jetzt, wenn man intensiv oder in hohem Tempo zu einem Gegner hinläuft und der spielt einen Meter vorher weg, ist man dann, verliert man den Zweikampf, aber man übt womöglich so viel Druck aus, Stress aus, dass man dahinter einen freien Ballgewinn ohne Zweikampf erlangen kann. Also deshalb ist für mich das nicht unmittelbar die aussagekräftigste Statistik. Ist natürlich auch, wenn man passiv spielt, gewisse Räume dann verdichtet, kommt man auch besser dann in Zweikämpfen. Und da gibt es auch andere Werte, auf denen man noch viel, viel gezielter hinschauen. Und natürlich ist für mich auch der Ausdruck, den jeder Spieler hat, diese Duellqualität, diese Entschlossenheit, dieses Durchgehen am Ball, das sind dann schon Dinge, die wir dann nicht nur quantitativ messen, sondern die wir schon da mit unseren Augen sehen oder dann am Videobild analysieren. Und dann eine Frage, die, glaube ich, heute allen Trainern gestellt wird, weil es die APA eine Antwort haben will. Zur momentanen Situation im Nationalteam und die gesamte Diskussion bitte ich dich um eine kurze Stellungnahme. Ja, natürlich hat sich jeder Fußballfan in Österreich mehr erwartet. Die Ergebnisse waren nicht erfreulich. Trotzdem ist auch eins ganz klar für mich, dass das ein Thema ist, was sehr, sehr komplex ist. Ich bin Fußballtrainer, weiß jeden Tag, welche Vielzahl an Entscheidungen man da heranführen muss. Das einfach von außen dann viel, viel einfacher oft zu urteilen als intern, wo man einfach viele Aspekte heranziehen muss, wo man sagt, okay, man hat eine Hierarchie, verändert man die nicht, was sind die Folgen davon, was hat man für einen Plan fürs Spiel, wie kann der umgesetzt werden, das hat immer dann wieder mehrere Komponenten, mit welcher Energie, mit welcher Entschlossenheit, mit welcher individuellen Klasse setzt man diesen Plan da um. Und das muss man im Vorfeld einfach dann entscheiden als Trainer. Und ich denke, dieses Thema ist dermaßen komplex, dass es mir überhaupt nicht zusteht, da eine Meinung zu äußern, dass ich auch überhaupt nicht gewillt bin, mich da einzumischen. Denn es gibt einen Teamchef, der ist Experte genug, weil sonst wäre er ein Teamchef geworden, um diese Entscheidungen zu treffen. Und ich denke, das ist ein Thema, Fußball beschäftigt alle, der emotionale Fan soll sich dazu äußern, soll dazu eine Meinung haben, soll die Meinung auch nach außen tragen. Dann gibt es Menschen, die polarisieren, die auch eine Meinung dazu haben müssen, aber für mich als Trainer
der genau versteht, wie komplex dieser Bereich ist, werde ich mich da niemals einmischen oder irgendeine Meinung dazu äußern. Gibt es noch eine Abschlussfrage? Ein schönes Schlusswort. Dann sagen wir Dankeschön und wir sehen uns am Sonntag um 17 Uhr zu Hause gegen Austria Klagenfurt. Danke sehr.